I am blöd. Ist im Prinzip ziemlich simpel. Man kriegt halt zwei Steine auf den Kopf und ist tot. So. Also Cutman. Oh nein! Ja, das ist halt Cutman. Deswegen mögen ihn, glaube ich, auch alle. Spul zurück, mach es nochmal! Spul zurück und mach es nochmal! Moment, ich mach ich. Spul zurück und mach es nochmal! Mach ich, aber ich speichere vorher. Es kann aber auch scheiße laufen. Also wenn du die nicht triffst damit, dann musst du ihn halt mit dem Buster platt machen. Was auch nicht schlimm ist. Du musst halt deine Schere mehr ausweichen. Aber ja... Wenn man halt weiß, wie man die einzelnen Waffen gegen die Feinde nutzt, dann ist das ziemlich schnell. Ich hatte, glaube ich, jetzt gerade richtig Glück. Hör mal so. Nee. Bleib einfach stehen. Das war ja noch besser. Ach komm, vernichte mich. Ich habe eh nichts drauf. Alles klar. So ein bisschen Crate. Muss ich sagen. So ein bisschen Crate. Aber es ist ein cooler Boss, finde ich. Süß vor allen Dingen. Ich finde, der sieht voll niedlich aus. Ich will den eigentlich gar nicht töten. Ich finde, der ist voll putzig. So ein putziger Boss. So ein Uzi-Putzi. Ein richtiger Uzi-Putzi. Nach Belieben nutzen. Trotzdem sollte man natürlich nicht versuchen. So, ja, ich habe Energietanks, deswegen bin ich leichtsinnig. Okay, zwei ist schon ziemlich fein. Ich wollte eigentlich nur einen nutzen, aber egal. Ich bin halt ein Dude. Boom! Ja, das ist Wily's Alien. Du Schummler! Und damit ist Wily besiegt. Nur ein Treffer. Als Kompromiss, ne? Aber es ist trotzdem nicht geil. Gegner so klein zu machen, dass du sie nicht treffen kannst. Ist keine geile Idee. Muss ich ehrlich sagen. Bin ich kein Fan von. Was ist hier eigentlich? Cannabis, Pflanzen, Liefer, Lager oder was ist das hier? Ist das hier Drogenman oder was? Herzlich willkommen bei Drogenman. Drugman. Mary Jane ist auch sein Name. Mary Joanna. Erstmal. Der Needle Mouse platt machen können damit. Erstmal müssen wir hier die Aladdin-Gedächtnisschlange platt machen. Aladdin gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Aladdin hat geklaut! Wobei, stimmt nicht. Beides Capcom. Aladdin hat von sich selbst geklaut! Aladdin hat von sich selbst geklaut! Solche Schelme! Off with Gamma! What do you want off with Gamma? With Gamma. Mega Man, you must stop him. Wieder die typische Augenbraue. Ich liebe es. Maybe I am evil. Because my eyebrow say I'm evil. Oh yeah! Auf zu Wily Castle 3. Nein! In einen reinspringen ist fies, wenn du unbeweglich bist. Sau!
Stirb! Nein! Stirb du zuerst, bitte! Danke. Puh. Danke, dass du zuerst gestorben bist. Weiß ich sehr zu schätzen. Weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Sind das eigentlich Mega Man 3? Oh, das ist noch Mega Man 3. Moment. Da muss ich immer in Mega Man 4 umändern. So. Migi 4! Welches Bild ist denn am besten? Ja, Zero, ne? Das ist gelogen. Nein! Ich hätte ihn doch fast. So, ein Treffer noch. Er braucht aber auch noch einen Treffer. Bam! So, Kollege, ne? So geht's nämlich hier. Bam, bam! Das war schon sehr knapp. Hat einmal BAM gemacht! Bam, 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 bam. Weniger sabbeln, mehr kämpfen. Ja, toll. Das war gemein. Ich habe schon mal erwähnt, dass Mega Man ein gemeines Spiel ist. Surprise, es ist Mega Man. Wer war das denn? Fairness? Nein, nein, mein Freund. Aber man gewöhnt sich dran. Man gewöhnt sich dran an die. Alter, wie cool der aussieht. Napalm Man. Das ist immer noch so ein geiler Name. Ja! Oh mein Gott! Euer Ernst? Kritisch! Kritisch! Sorry! Bisschen kritisch diese Stage, oder? Ich meine, Napalm Man! Und dann Vietcong-Dschungel! Ernsthaft, Leute? Okay! I see! Danke! Andere Zeiten und so, ne? Hui! Ja! Wild! Wild! Auf jeden Fall wild! Richtig wild! Und ich meine nicht die Tiger hier! Au! Jetzt hat man hier schon Tiger-Roboter. Ja. Man braucht halt Tiger-Roboter, wenn man keine normalen Tiger mehr hat, ne? Die Welt schon abbevölkert ist. Und wieder Wily Stage. Die Eyebrows of Death. Alter, das sieht ja auch wieder krank aus, ne? Die Stage, ey. Vier Stück. Okay, das kriegen wir hin. Energietank. So. Komm schon. Er oder ich? Ha! Er! Boom! Da regt er sich natürlich auf. Oh, wie geil! Er verfolgt ihn! Ah! Ich werde verfolgt von einem blauen Bomber! Das sieht so geil aus! Oh, bitte, 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 ich tue nichts, ich bin Dr. Light. Ah, jetzt explodiert alles, oh mein Gott, ah! Ja, Mega Man ist auf einmal He-Man! Alter, was? Darum heißt der Mega Man! Holy shit! Power Man, ey! Das ist. Ja, das war Proto Man, der uns gerettet hat. Das haben wir in den Whistleblown Air. Mir eine Brille aufgesetzt, eine Monokelbrille und einen zusätzlichen Bart unter meinen Bart geklebt. Ich bin auf keinen Fall Dr. Wily. Nee. Also, not Dr. Wily. Hashtag not Dr. Wily. So, Yamato Man. Ba, 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 ba. Wait. Boah, hier stehen sogar die Solar Power Mobile. Okay, geil. Und sogar sein Level steht da. Haha! Okay.
Naja, das war dumm. Das war dumm. Oh nein! Das war richtig dumm! Wie dumm möchtest du sein, Severus? Heute besonders. Finger an Po, Mexiko. Passt schon. Das Dumme ist, ich kenne diese Stage und mache trotzdem diesen Fehler. Ich habe einfach nie aufgepasst, als diese Stage präsentiert wurde. So. Und euch. To wait here. Mega Man, take this helmet with you. Jetzt kommt ein kleiner Gag. Bauarbeiterhelm! Bauarbeiterman! I guess not. Personally, I kinda like the other one. Und direkt geht's los. Good luck, Mega Man. Doctor, are you okay? Wieder die Eyebrows. Sie sind zurück, die Augenbrauen des Todes. You've gotta go, Omega Man. Get Rush and follow Wily's spaceship. Einmal getroffen. Ey, das ist unfair. Eigentlich hätte ich damit gar nicht getroffen. Komm. Boom! Alter, war das ein guter Kick! Bam, Alter! Das war ein richtig guter Treffer! It's attacking the Robot Museum. You must leave now, Mega Man. Oh yeah. Das ist eine coole Sache. Das Robotmuseum. Snake Man! Blizzard Man! Oh, das ist so eine schöne Hommage, ne? Eine wunderschöne Hommage an alle Teile. Snake Man, Blizzard Man, da hinten ist Flame Man, Pharaoh Man, Heat Man. Ach, das ist so cool. So extrem geil. Und natürlich stellt er sich Guts Man. Skyman im Hintergrund und Ringman. Früher konnte ich mit dem Ganzen ja natürlich nichts anfangen. Dr. Light, what happened? Ich mache Kniebeugen. Liegestütze. Is that you, Mega Man? That went berserk after I completed it with his repairs. He stole the parts for the new enchantment. Enhancements. Dingsbums. Was? Es war ja nicht schlimm, dass du ein bisschen Apfelsein gefischt hast. Genau. Apfelsein. Ich sag ja, ich bin nicht mehr ganz klar im Kopf. Mich verlassen meine geistigen Kräfte. Apfelwein gezischt hast. So, nicht Apfelsein gefischt. Ja, du kommst gerade rechtzeitig zum großen, ja, fast Finale, kann man sagen. Zu Mega Man 7. Was gar nicht so scheiße ist, wie ich gedacht habe. Das Spiel. Das ist mittlerweile ganz geil. Sorry about all my trouble. I go quietly. I don't trust you, Wily. I'm gonna do what I should have done years ago.
Alter, Mega Man is Angry Bird. You forget, Mega Man. Robots cannot harm humans. I am more than a robot. Die, Wily! Alter. Mega Man wollte ihn gerade tatsächlich umbringen. Krass. Treble. Treble hat ihn gerettet? Too late, Mega Man. He who hesitates is lost. We shall return. Oh, wie geil! FIFA Man! Mega Buster, Mega Ball. Oh, wie cool, ey! Okay, ich glaube, wir haben jetzt auch schon ein Secret gefunden, wa? Das wäre ja interessant. Also hier ist auf jeden Fall ein. Aha. Ja. Stehe. Beeilen uns lieber. Was ist denn das? Oh, geil, wir können schwimmen? Das ist ja ganz was Neues. Das ist ja eine fucking ganz neue Mechanik, ey. Wie geil. Seit wann ist Mega Man ein Shoot'em'up? Das ist ja geil. Das ist ja episch. Wieso ist Mega Man denn auf einmal ein Shoot'em'up? Was habe ich denn falsch gemacht? Oder was habe ich richtig gemacht vielmehr? Ist er ja Kasperle, Mann. Oh. Super Funland. Oh, wie schön. Ist einfach Vergnügungsparkland. Fantastisch. Oh, Gutsman. Iceman, oh mein Gott. Oh, Fanservice, Man. Fanservice, willkommen im Fanservice-Land. Oh, ist das schön. Ist das süß! Das ist ja fantastisch! Ist das cute! Oh mein Gott, ist das cute! Was für eine cute Idee, ey! Haben wir Rush eigentlich freigeschaltet gehabt? Nee, schade, noch nicht. War also nur Zufall. Schade, sonst würde ich mir jetzt das Ding da holen. Aber das holen wir uns später dann. Lego-Steine! Oh Gott. Ja, toll. Super. Ich verstehe das hier nicht. Au! Muss ich das dann dodgen, oder was? Schnell raus hier! Das ist crazy! Ah! Erstickt von Spielzeug! Oh Gott. Fucken nochmal. Das ist doch dumm, ey. Pures auswendig lernen jetzt hier gerade, ey. Ich habe gedrückt, danke. Bin ich ready? Ich weiß es nicht. Sekunde. Gimmick Level aus der Hölle. Ist ein Clip wert, würde ich sagen.
Ja, aber ist das Spiel so gut normalerweise, ne? Das hat das Spiel echt nicht nötig, sowas. Es gibt Gründe, warum die Leute bei NES Mega Man bleiben. Das hatte solchen Quatsch nicht. Läufe nicht mehr so im Kopf kriege und verwechsel und durcheinander bringen und dann nicht springen. Durcheinander bringen und dann nicht springen. Das war ein Reim. Das war Absicht. Das war Absicht. So wie immer und jederzeit und überall und was auch immer. Sehr gut, Mega Man. Zap. Nein! Der letzte Sprung, der vorletzte Sprung wahrscheinlich. Nein! 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 Ich bin nur lächerlich! Ah, ich bin so lächerlich! Ich bin so eine Lachnummer! Ich bin so eine verdammte Lachnummer! Die Welt lacht über mich! Das zu Recht. Puh. Ich muss gleich nochmal schiffen. Vielleicht ändert das ja was. Nein! 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 Ich bin nur lächerlich! Ah, ich bin so lächerlich! Ich bin so eine Lachnummer! Ich bin so eine verdammte Lachnummer! Die Welt lacht über mich! Das zu Recht. Puh. Ich muss gleich nochmal schiffen. Vielleicht ändert das ja was. Flow halt. Das ist die letzte große Passage, die letzte große Hürde sozusagen, die mich blockiert. Ich selber. Mein Automatismus, der hier greift. Der mir immer wieder sagt, du musst springen. Weil du die ganze Zeit springen musstest. Das ist halt das Fiese, ne? Wenn du dich daran gewöhnst, dass du springen musst und dann auf einmal nicht mehr springen musst. Oder ein bisschen Zeit hast zum Springen. Das machen die absichtlich. Du hast dich an dieses Hektische gewöhnt. Und dann kommt wieder so eine kleine Ruhepassage, die so gar nicht reinpasst. Aber das ist Absicht. Sie wollen nicht, dass du dich auf dieses Muster schnell einschießt. Zumindest nicht hundertprozentig. Hogmas! Hogmas! Schön Geduld. Jawohl. Jawohl. Yes! Yes! Gut, dass ich mich vorbereitet habe für diesen Moment.
question, my friends. I keep on jumping through the air. I am the champion. I am the champion. No time for losers, 'cause I am the champion of Mega Man. Boom! Das tut mir leid, das musst du dir jetzt ertragen. Toto Man, thanks! Und wir schmusen eine Runde mit Wily, ne? Wily, you must be stopped. Silence, Fall! Die haben sich gerade die Sprechblasen vertauscht. Wer spricht hier jetzt wo? I defeat you and conquer the world. Okay, das sagt definitiv nicht Mega Man. Lass mal Stimmen tauschen. So. Aww. Mega Man, you're okay. Sein Baby Doll. Ah, oh, so sweet. Sein Rauschebart, ey, der wird auch immer rauschiger. Holy shit, ey. Der Typ ist bald nur noch primär Bart. Bald spricht nur noch so ein Bart mit dir. Duo is gone. Proto Man. Mega Man. I have a message to give you. Mega Man. I have a message to give you from Duo. From Duo? What is it? He said, thank you. Duo? Pornomusik! Also wenn Mega Man gleich anfängt, sich auszuziehen, bin ich weg. Me too. No robot shaming, aber das muss ich nicht sehen. Thank you. Duo. Sein? Nein, bestimmt nicht. Dr. Light's Labor. Das ist von Gokus Haus. Meanwhile in Dragon Ball. Sieht ein bisschen so aus. Dr. Light! Dr. Light, das sind irre Roboter. Ihre Roboter, du hast recht. Diese Roboter habe ich erschaffen. Scheiße. Chun-Li! Oh mein Gott! Ist Chun-Li! Meine sehr verehrten Damen und Herren, das alles ist... ...als sonst. Die Zeit ist gekommen, selbst nach der Weltherrschaft zu greifen. What the fuck? Fake News. Warum machen wir nicht gemeinsame Sache, Dr. Wily? Das sind Fake News! Ich kann sie nicht unterstützen. Ich habe meine bösen Absichten aufgegeben. Ja, das ist Fake News. Also wirklich. Herr Müller-Lüdenscheid, Sie müssen diesen Unsinn stoppen! Swiss Bank! Ich, Dr. Wily, habe meine eigenen Roboter! Schweizer Bankkonto! Wollt ihr mich verarschen? Konstruiert, um Dr. Light aufzuhalten, aber nur ihre Spenden! Oh mein Gott! Können wir dabei helfen, sie zu vervollkommnen? Mama, sobald meine Roboter... What the fuck? Fertiggestellt sind, werden sie die Welt retten, natürlich! Direkt Spenden sammeln! Klar! Schwurbel Wily! Aluhut Wily! Ein weiterer Anruf! Ein weiterer Anruf! Das Telefon klingelt unser... Sicherheit, Dr. Wily am Werk. No! Der Polizist noch nicht. Wie der Polizist guckt, ey. Endlich haben wir dich. Auf jeden Fall.
Mach dir keine Sorgen. Ich werde Dr. Light. Arschloch-Move! Was ein Arschloch-Move! Wie dreist! Übrigens, hier dieser Stein, da ist 9. Oh, ist das ekelhaft! Ja, fick dich selbst, ey. Gott, seid ihr eklig! Aber ich wusste, es sah schon so nach Falle aus. Es sah schon zu nach sicher aus. Oh. Es sah schon zu sicher aus. Yes! Überlebender Challenge geschafft. Boom! Das war knapp. Sein Dreierschuss. Sehr gut. So, fehlt nur noch Galaxy Man, würde ich sagen, ne? Galaxy Man! Das ist einfach ein UFO! Eine Disco-Kugel! Er ist aber eine fucking Disco-Kugel! Wie cool! Boah! Yo! Oh oh. Shit! Das sieht nach Spaß aus! Jo! Ist aber lieb von dir! Hui! Er nimmt mich fast. Ich dachte gerade, da kommt das Ding runter. Ich dachte gerade, da kommt jetzt die Wand runter. Oh, es war aber nett von ihm, dass er mich trägt, ne? Space Invaders! Bis jetzt finde ich diese Stage aber geil. Also vom Style her mega. Und Checkpoint, das heißt, hier wird irgendwas sein, was mir nicht gefällt. Boom, Alter! So. Gut, dass man das wenigstens abspeichern kann, dieses Erfolg. Einfach lässig durchgezogen. Oh, schon wieder schwarz. Wieso bin ich denn schon wieder schwarz? Mann! Ich will diese Scheiß-Tinte nicht. Behalte die für euch. Und dann muss es mal passieren, dass ich euch in die Fresse schlag! Das ist Mario Skinski. Oh boy. Es macht Spaß. Es macht Spaß, den Idioten raushängen zu lassen. Vor allen Dingen hilft es bei dieser Passage. Denn man ist umgeben von Idioten und Amateuren, die einfach nicht Kunst erkennen. Nicht erkennen können und auch nicht wiedergeben können. Denn meine Person ist dem allem überlegen. War sie schon immer. So wäre das wahrscheinlich, wenn Klaus Kinski Mega Man gespielt hätte. Der hätte jeden zweiten Moment hätte gesagt, irgendwann kommt der Moment, wo ich dir die Fresse hau! Du Arschloch. Du hast keine Chance. Warum sind diese Minen so penetrant? Warum verfolgen sie mich? Was wollen sie von einer Person wie mir lernen? Die doch alles weiß, aber nichts weitergibt. Geht halt in die Schule
zum Lernen. Aber behelligt mich damit nicht. Denn ich bin mehr als das. Ich bin stärker als das. Der Kinski hat das Level geschafft. Manchmal muss man auch mal abkinskien, ist so. Aber ich kann das bei weitem nicht so gut wie der Max Giermann. Und meine Kamera ist völlig verrutscht. Ja, die konnte auch nicht mehr. Die konnte sich auch nicht mehr halten. Die hat auch gedacht, oh Gott, ich schalte ab. Was ist das denn? Ein Penis. Okay. Das muss ich treffen? Achso, das Waffendepot. Das ist ja... Das ist doch nie im Leben alles, oder? Der hat doch nur eine Vorderseite. Das ist ein Wal oder ein Fisch oder ein Hai oder so. Ein Wal oder ein Fisch oder ein Hai. Das ist ein Wal oder ein Fisch oder ein Hai. Ja. Silvi. Okay. Diese Torpedos gehen mir ganz schön auf den Sack. Muss man mal sagen, die sind sehr penetrant. Sehr penetrant. Alter! Ah! Grabsch dir einfach, der Grabschan ist! Mist Sack! Also war meine Haltung schon ziemlich gut. Das schaffe ich wieder nicht. Es war zu spät. Alter! Aber das habe ich fast geschafft. Von daher. Ja, da war ich etwas zu schnell. Ich glaube schon wieder. Ja. Bleib einfach hier. Alter! Ihr fiesen Ficker! Tatsächlich, wenn man das verinnerlicht hat, dann kann man ihn wunderbar lösen. Danke, meine Damen und Herren. Er braucht schon teures Equipment, wenn man auch einfach so reinsprechen kann in irgendwas. Es spielt keine Rolle, wer wir sind. Alles, was zählt, ist unser Plan. Bane mit ACE-Flasche. So, jetzt bin ich ja gespannt. Da an der Seite hängen nämlich überall Totenköpfe. Sieht zumindest so aus. Oh Gott, was ist das denn? Ach super, ich muss erst... Und hier. Und hier. Alter, all seine Verfehlungen. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Du hast mich erneut besiegt, Mega Man. Ich sollte dir vielleicht sagen, dass ich etwas vor dir geheim gehalten habe. Was ist das? Dr. Light wurde von der Polizei abgeholt, richtig? Das war kein richtiger Polizist, das war ein falscher. Ja, nur. Richtung. Yes!
Ah, Mario-Referenz. Schön. Feier ich. Eine schöne Super Mario-Referenz. Ich hoffe, jetzt speichert er. Danke. Ich habe ja jetzt auch... So, Chillman. Als nächstes kommt Pumpman. Ich mag auch, wie die Reihenfolge da oben so platziert ist. Pumpman. Das ist einfach Pumpenmann. Ach du Scheiße, der wohnt bei den Turtles. Der wohnt einfach bei den Turtles. Dass die den aufgenommen haben? Okay. Mhm. Die spucken mit... Oh mein fucking Gott, ist das genial. Und jetzt ist es Tetris. Und jetzt ist es... Tetris. Oh mein Gott, ist das genial. Willkommen im Mega Man Maker, ey. Wie cool. Das sind immer krasse Gegner. Die einfach mit Sachen spielen. Yes! Auge um Auge und du guckst genau in meinen Blaster, du Wichser. Bums. Alter, war das knapp. Yes! Trusty Sidearm. Puh, war das knapp. War das knapp. Richtig, richtig knapp. Ist mir so angenehmer. Ding wurde zerstampft. Super. Stehen sich gegenseitig im Weg. Finde ich gut. Finde ich gut. Ey. Was sagt man? Und jetzt wieder die ikonische Verzweiflungsstelle. Aber ist das doch gar nicht so schwer? Ich weiß nicht, was ich da... Warum ich mich da so schwer... Ja, oder für einen Checkpoint. Oh ja. Was? Ja. Ja, ich bin tot. Ich bin tot. Sowas kann ich gar nicht. Sowas konnte ich noch nie. In keinem Spiel. Ich bin froh, dass Dark Souls sowas nie hatte. Oh Gott. Sowas kann ich nicht. Direkt gerockt. Okay, geil. Sowas kann ich nicht. Direkt gerockt. Direkt überlebt. Sowas kann ich nicht. Nee, aber es ist wirklich so. Ich kann sowas überhaupt nicht. So einen Aufzug steuern. Oh, geil. Okay. Das war Luck. Das war pure Luck. Okay. Hm. Ja, das ist immer wieder beliebt, sowas. Mittlerweile aber auch ganz gut auszurechnen. Oh Gott, Dresine. Die habe ich schon in Blade Man Stage gehasst. Wenn man da viel zu angreifbar ist. Gerade wenn diese scheiß Fische da um die Ecke kommen. Das war bestimmt der letzte Fisch. Ja. Super. Gleich ab. Ja. Super. Guck mal, wer hat Essen, oder? Ja, und dann noch Stacheln oben und unten. Super geil. Wenn die Gegner höher springen dürfen als du. Weißt du, hier läuft was falsch. Würde ich gerne treffen. Oh nein! Ich hab's mir schon gedacht, dass die auch wieder auftauchen. Oh nee. Da warte ich jetzt erstmal ab. Hä? Hey, eine dritte Form? Ich wollte gerade sagen, der hat auch noch eine dritte Form. Eine eigene Stage. Ernsthaft?
What? Ins Ei? Yo. Okay. Es ist tatsächlich im All. Es ist tatsächlich im All. Und diese Bohrer-Dinger sind wieder da. Oh Gott. Alter, Wily, ist das dein Ernst? Bist du fällig. Ein für alle Mal. Schnauze voll mit dir. Alter, wie geil! Das nenne ich mal Finale, ey. Oh je, yeah. Fake Wily und Wily? Ja, okay, es ist Fake Wily. Oh Gott, nein! Schießen sich gegenseitig die Bälle zu. Ah. Immerhin sieht man, wer wo agiert. Den Pokma aber! Pokmas! Rockmas, Pokmas! Pokmas, Rockmas! Der ist nicht so schwer, finde ich. Bei dem kann man ihn gut ausrechnen. Boah, jetzt nächstes auf drauf. Bam! Wily Bitch, das war's! Mega Man 10 ist durch! Oh yes! Mega Man aussieht! Mega Man! This is no time for your heroics. I've simply come to give Mega Man Dr. Light a message. Then kindly be quick about it. Of course. You see, I recalled some old research. The very invention. Jucken wir jetzt beim ersten Mal. Komm, jetzt zack. Locker lässig durch. Locker lässig durch. Locker aus der Hüfte. Locker aus der Hüfte. Sag ich doch. Locker aus der Hüfte, Freunde. Locker aus der Hüfte. Bam, Alter. Call me Mega Master! Boom! Wir wissen, wie der Ratchet funktioniert. Thunderman! Tundraman! Eiskunstlaufmann! Das ist einfach Eiskunstlaufmann! Ui! Selbst die Schneeflocken sind Gegner. Das ist interessant. Die Schneeflocken sind Gegner, der Boden ist Lava. Naja, nicht ganz, aber... Der Boden ist stachelig. Boom! First try! The last dance, Wenchen, the last dance. Absorbed. Scheiße. Klar doch. Alter, ich bin Gott. Ich bin Mega Man Gott, Alter. Ohne zu wissen, was da auf mich zukommt. Was wartet hier Schönes auf mich? Oh no! Du? Oh boy. Ohne geht's nicht, wa? Gut, dass ich Energietanks hab, ey.
Zeit für Plan B? Was kommt jetzt? Plan B ist um sein Leben betteln, okay. Plan B, Plan betteln. Dread. But don't act so cocky. I didn't lose to you. I lost to my own technology. My double. Hauch mich mal an. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Das kann doch keiner ernst meinen.